Hammer hat als nächster Redner das Wort für die CDU-CSU-Fraktion. Die hat es gar nicht. Ich hätte auch das Glas der Linken getrunken. Geschätzte Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, wenn wir den Stadtentwicklungsbericht der Bundesregierung diskutieren, dann sollten wir auch einmal die Gelegenheit nutzen, all den Menschen zu danken, die in den Städten, in den Gemeinden ehrenamtlich tätig sind, und zwar nicht nur speziell für ihre eigenen kurzfristigen Anliegen in einer Bürgerinitiative, sondern die ehrenamtlich Verantwortung übernehmen als Gemeinderat, als Stadtrat, als Ortssprecher, als ehrenamtlicher Bürgermeister. Auch diesen Menschen sollten wir bei einem Stadtentwicklungsbericht herzlich Dank sagen. Die Frau Staatssekretärin hat es bereits erwähnt, der Zustrom in die großen Städte hält nach wie vor an. Mit all seinen Auswirkungen, all seinen Herausforderungen, gerade hier in Berlin, bald 4 Millionen Einwohnern, aber auch in den anderen Ballungsräumen, sei es im Ruhrgebiet oder auch in München. Das hat natürlich zur Folge, dass in diesen Ballungszentren der Flächenbedarf steigt, dass die Immobilienpreise steigen, und da sollten wir auch kritisch darauf schauen. Aber es hat auch eine Herausforderung für die Städte, was die Infrastruktur anbelangt. Da sind Investitionen notwendig, da muss gehandelt werden. Ich sage nur S-Bahn-Ausbau, ich sage jetzt nichts vom Flughafenbau in Berlin, nein, das sage ich hier nicht. Nein, aber wir müssen auch dafür sorgen, dass ein öffentlicher Personennahverkehr in den Städten weiterhin funktioniert und besser und stärker ausgebaut wird. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir machen eine sehr gute Förderung mit der Städtebauförderung. Wir haben hier sehr viel Geld in die Hand genommen, und ja, ich weiß, wir könnten vielleicht den einen oder anderen Euro noch mehr in die Hand nehmen, weil diese Städtebauförderung auch in den ländlichen Raum wirkt. Sie wirkt nicht nur bei den großen Städten, sondern auch bei den mittleren und bei den kleinen Städten. Und das ist eine gute Investition. Da, glaube ich, sind wir uns einig, da können wir noch mehr machen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, es ist immer die Diskussion von Grün in der Stadt. Wir sollten Anstrengungen überlegen und auf den Weg bringen, dass wir die Flächen, die in den Städten vorhanden sind, und wenn ich richtig informiert bin, sind in den deutschen Städten ca. 100.000 Hektar unbebaut, dass wir diese Flächen auch ökologisch hochwertig ausgestatten, dass wir diese ökologisch im Sinne eines Grün in der Stadt aufwerten und diese Flächen für eine saubere Luft in den Städten weiter aufwerten und ausbauen. Meine Damen und Herren, ich glaube, da haben wir noch sehr viel Nachholbedarf, auch wenn es darum geht, die Diskussion ökologischer Ausgleichsflächen. Eine hochwertige grüne Fläche in der Stadt ist wichtiger, wie wenn ich als Stadt, als Kommune irgendwo ganz weit draußen im ländlichen Raum irgendwelche Ausgleichsmaßnahmen mache. Meine sehr verehrten Damen und Herren, gerade in den Städten diskutieren wir oft beim Thema Grün in der Stadt. Was macht der Bauhof? Was macht die öffentliche Planung? Aber Grün in der Stadt hat auch sehr viel Privatinitiative. Privatinitiative, das beginnt beim Balkon, aber vor allem auch, es ist bereits angesprochen worden, bei unseren Kleingärtnern. Wir haben in Deutschland 1 Million Kleingartenanlagen. In diesen 1 Million Kleingartenanlagen haben 4,5 Millionen Menschen ja ihr Zuhause, ihre Freizeitgestaltung und leisten damit einen großartigen Beitrag zur Sauberkeit der Luft in den Städten und leisten dadurch auch einen großartigen Beitrag zur Biodiversität in den Städten. Und das sollten wir auch, und ich glaube, da sind wir auch uns überfraktionell einig, vielleicht stärker fördern in der Zukunft. Wenn wir uns die Lebensbedingungen in den Städten anschauen, hat die Kollegin gerade Brennpunkte aufgezeigt in den Städten, dann müssen wir auch den Themenkomplex innere Sicherheit in den Städten ansprechen. Und da, glaube ich, haben wir vielleicht in der einen oder anderen Region in Deutschland noch Nachholbedarf. Da müssten wir vielleicht in der einen oder anderen Region noch etwas stärker hinschauen. Da müssen wir auch unsere
Sicherheitsorgane vielleicht noch besser stärken und besser unterstützen, damit auch die Menschen, die in den Städten leben, und es sind auch oft viele ältere Menschen, ein sicheres, ein gutes Wohngefühl haben in ihren Städten. Meine sehr verehrten Damen und Herren, die beste Möglichkeit, den Zustrom in den Ballungsräumen zu verringern, damit hier keine Brennpunkte entstehen, ist immer noch ein weiterentwickelter ländlicher Raum. Sorgen wir gemeinsam dafür, dass auch die Menschen im ländlichen Raum eine Zukunftsperspektive haben. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Christian Kühn von der Fraktion